des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den 6. Sonntag in der Osterzeit. Wir wollen an diesem Sonntagmorgen, in dieser Stunde, alles Schwierige und Böse einmal vergessen, beiseite tun und uns Mitte Mai an einem strahlenden Frühlingssonntag auf das Evangelium besinnen. Wir wollen darum bitten, dass wir die Botschaft des Evangeliums hören und daraus die Hoffnung für unser Leben gewinnen. Bevor wir das Wort der Heiligen Schrift hören und die Danksagung feiern, bitten wir den Herrn um Gnade und Verzeihung unserer Fehler und Sünden. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lass uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, heiligt in eurem Herzen Christus den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist besser für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Willen ist, als für böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Wort des lebendigen Gottes. Alleluja, Alleluja. So spricht der Herr. Wer mich liebt, hält mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht zu Weisen als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Kommenden Donnerstag ist schon Christi Himmelfahrt und dann der übernächste Sonntag schon Pfingsten. Der liturgische Kalender folgt dem Lukas-Evangelium, dem Schema und der Weltanschauung des Lukas, also 40 Tage Vorbereitung auf die Passion, die 3 Tage der österlichen Geheimnisse, dann wieder 40 Tage bis zur Himmelfahrt und dann 10 Tage bis zu der vollkommenen Zahl 50, dem Pfingstfest, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Was extrem wichtig ist, dass wir begreifen, das ist die Darstellung, die Interpretation der Ereignisse bei Lukas. Im Schema seiner Literatur, seiner Weltanschauung und vor allen Dingen im Hinblick auf das zweite Werk des Lukas, die Apostelgeschichte. Das ist relativ geschickt, dann kann die Apostelgeschichte sich da sehr gut anschließen. Historisch war das sicher sehr anders. Es hat dieses Pfingstereignis, wie Lukas es beschreibt, mit Sicherheit nie gegeben. Es gab die Völker nicht, die sich da versammelt haben und die Feuerzungen auf den Köpfen. Das sind Zeichen, literarische Bilder. Sowieso, wenn Sie einmal nachschauen in der Heiligen Schrift, es gibt Lukas, und das Wichtigste bei Lukas ist die Emmaus-Geschichte. Bei Markus haben sie zu Ostern fast nichts. Der ursprüngliche Markus-Schluss, das sind die Frauen am Grab, die mit Schrecken sehen, dass etwas passiert ist. Bei Matthäus ist das eher ironisch. Also die wachen am Grab, die schlafen und dann komische Dinge erzählen. Das ist die Lukas-Geschichte bei Emmaus und vor allem die Darstellung des Johannesevangeliums. Und die Darstellung des Johannesevangeliums ist wichtiger als die Darstellung der Begegnung mit dem Auferstandenen, die Art und Weise, wie der Auferstandene erscheint bei den 3 synoptischen Evangelien. Das liegt mit daran, dass das Johannesevangelium natürlich das am spätesten ist, eine ganze Generation später als die synoptischen Evangelien und an der wiederum literarischen, theologischen Konzeption des Johannesevangeliums. Das ganze Evangelium ist geschrieben aus der Perspektive des erhöhten Herrn. Johannes kann die sehr realistischen, grausamen Ereignisse des Lebens Jesu, vor allen Dingen in der Passion, voraussetzen. Er muss das gar nicht sozusagen nochmal erzählen.
Das ist so sehr aus der Perspektive des erhöhten Herrn geschrieben, dass man viele Jahrhunderte hindurch gemeint hat, das Johannesevangelium ist eigentlich nur mit Vorsicht zu genießen. Es hat gnostische Tendenzen. Also eine Geheimlehre für Eingeweihte. Und die Tendenz dabei ist, die eigentliche Härte des historischen, menschgewordenen Gottessohnes zu leugnen, beiseite zu schieben. Vor allen Dingen natürlich in der Passion. Das weiß man heute, das war ein Problem, das ist heute überhaupt nicht das Problem. Das Johannesevangelium hat zwei Schwerpunkte. Das ewige Wort Gottes ist Fleisch geworden, es ist Mensch geworden. Und er betont immer wieder, das ist merkwürdig, wie man das dann über viele Generationen hin hat überlesen können, dass die Apostel sagen, ja, wir haben es gesehen, wir haben es angefasst. Es ist greifbar, es hat unter uns gewohnt. Also darüber müssen wir nicht diskutieren. Auch für Johannes ist selbstverständlich, dass das Wort Gottes Mensch geworden ist. Und Mensch, Fleisch. Ja? Und Fleisch heißt hinfällig, sterblich, vergänglich. Er hat wirklich unser menschliches Leben mit allem Leid und allen Freuden und allem Unglück geteilt. Aber dieser Mensch, er ist erhöht. Und das Evangelium berichtet aus dieser Perspektive von dem erhöhten Herrn. Dieses sehr kostbare Stück, was wir heute gehört haben, ist wieder aus den Abschiedsreden Jesu, also vor der Passion. Aber Sie hören hier ganz deutlich, das ist alles aus der Perspektive des erhöhten, des auferstandenen Herrn geschrieben. Jesus sagt, ich gehe für eine Weile. Also auch das Johannesevangelium, da klingt noch dieses Problem der Parousie, der Nähe des Christusereignisses nah. Eines der wichtigsten Probleme der Urkirche war, das Problem zu lösen, dass Jesus selbst, die Jünger daran geglaubt haben, mit diesem Sterben und der Auferstehung Jesu ist das Reich Gottes da und die Weltgeschichte ist zu Ende. Sie haben in vielen Texten bei Petrus, bei Paulus, wird das betont und davon geredet, also seid wach, geht schon gar nicht mehr schlafen, versucht gar nicht euer Leben zu ändern, es ist keine Zeit mehr. Der Herr wird wiederkommen, heute Abend oder morgen. Also die Parousie, die Apokalypse ist jetzt und es gibt keine Zeit mehr. Dann hat die Urkirche natürlich sehr bald gemerkt, ja so einfach. Also wie wir uns das vorgestellt haben, ist es nicht. Und es kommt dieses berühmte Problem der Parousie-Verschiebung, Verzögerung. Jetzt, wenn Sie so wollen, seit 2000 Jahren. Auch das ist eigentlich kein Problem. Die Parousie und die Apokalypse ist wirklich jetzt. Jedes menschliche Leben, jede menschliche Epoche steht unter im Horizont der Apokalypse. Jetzt entscheidet sich und enthüllt sich, was gut und böse ist. Was einen ewigen Wert hat, was keinen ewigen Sinn, keinen ewigen Wert, Sinn hat. Das ist auch eine alte jüdische Tradition, natürlich. Auch viele fromme Juden haben geglaubt, dass jede Minute, jede Sekunde ist das Tor, durch das der Messias kommen kann. Das klingt im Johannesevangelium noch an, zum Beispiel heute. Also ich werde gehen und eine kleine Weile und dann komme ich wieder zu euch.
Aber ich werde euch für diese kurze Zwischenzeit einen Beistand geben, den Heiligen Geist. Das ist das andere Thema, wo das Johannesevangelium und Lukas sich völlig unterscheiden. Also nicht dem Sinn nach, dem theologischen Gehalt, aber wieder in der Vorstellung. Bei Lukas braucht das bis Pfingsten 50 Tage. Bei Johannes ist der Tod Jesu der Moment seiner Auferstehung, das Gehen zum Vater. Und dieses Gehen zum Vater ist in der anderen Richtung die Aussendung des Heiligen Geistes an die Gemeinde. Am Ostertag erscheint der Herr bei Johannes den Jüngern und sagt: Empfanget den Heiligen Geist. Also, der menschgewordene Sohn Gottes und der Heilige Geist. Die gehören zusammen. Das sind die beiden Weisen, wie Gott bei uns ist, mit uns ist. Der menschgewordene Sohn Gottes als das Wort Gottes, also das lebendige Wort, die lebendige Stimme, die Vox Viva. Und der Heilige Geist als das Buch, der Buchstabe. Mit zum dem wichtigen Übergang von Jesus von Nazareth in die Kirchengeschichte hinein ist der Übergang von dem lebendigen Wort, das Gottes Wort, Jesus von Nazareth selbst spricht, zu einem Buch. Ja? Also, Jesus von Nazareth ist das lebendige Wort und der Heilige Geist ist das Buch. Darüber müssen Sie auch mal lange nachdenken. Das Buch heißt notwendigerweise aufschreiben und interpretieren. Das ist mit ein Grund, warum die Heilige Schrift, auch des Neuen Testamentes, viele verschiedene Schriften hat. Der Apostel Paulus, Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, die sie bitte nicht zu einem, also Extrakt, verarbeiten dürfen. Das war lange Zeit ein Fehler der Dogmatik, dass die Dogmatik so getan hat, als ob man das, also diese verschiedenen Dinge mit Widersprüchen und Ungereimtheiten zu einer Erzählung vereinfachen könnte, um Gottes Willen nicht. Also für mich ist ein Zeichen der Wahrheit der Heiligen Schrift gerade ihre Vielfalt, auch ihre Widersprüche. Das ist der Heilige Geist, weil der Heilige Geist notwendigerweise viele ist. Es ist die Gemeinschaft der Vielen. Und diese Vielen sind nicht, wenn Sie so wollen, reine Zahlen, die alle dasselbe denken wollen und so weiter, sondern es sind lebendige, persönliche Menschen mit ihren Eigenschaften und Unterschieden. Und darum ist notwendigerweise das, was diese Vielen bezeugen, unterschiedlich, obwohl es alles ganz deutlich auf ein Zentrum hinweist. Und von dieser Einheit, die der Heilige Geist schafft, in dem Zeugnis der Vielen, da hören Sie heute wunderbare Worte. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme. Und was will Jesus von Nazareth, Gott selbst? Er will, dass wir mit ihm leben, dass er bei uns ist. Es ist ein immer wiederholtes Thema der Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft, die Jesus von Nazareth mit Gott hat, die teilt er uns mit.
damit wir da sind, wo er ist, wo der Vater ist. Damit wir in ihm sind. Ja? Das Ganze ist dann wirklich ein sehr mystisches, innerliches Verhältnis. Also ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Also nicht brennende Feuerzungen auf dem Kopf, sondern ein glühendes Herz. Davon, das weiß der Lukas natürlich auch. Ja, brannte nicht unser Herz. Als er uns, und das ist wieder der Cantus Firmus in allen heiligen Schriften, brannte nicht unser Herz, als er uns den Sinn der Schrift erklärt hat. Jetzt, in unserer Zeit, wenn wir die Schriften verstehen, sind wir im Heiligen Geist, dann wird in uns der Heilige Geist. Was der Geist will, ist ein Verständnis der Heiligen Schrift. Und dieses Verständnis soll wirklich die Einheit der Kirche bewirken und natürlich nicht ihre Trennung. Also, aber die, und für mich ist mit das Geheimnis an den Evangelien, allen Vieren, wie sie das literarisch gekonnt haben, das Ereignis, was geschehen ist, aufschreiben und gleichzeitig interpretieren. Daran zeigt sich die Kraft des Heiligen Geistes. Die Ereignisse und die theologische Interpretation. Und das Ganze nur mit einem einzigen Zweck, dass wir Menschen begreifen, dass wir mit Gott im Bunde sind. Also nicht nur Jesus von Nazareth, sondern im Heiligen Geist die ganze Menschheit. Noch etwas zu Pfingsten. Mit einem Unglück, ich hoffe, dass wir das irgendwann mal korrigieren. Ein Unglück war, dass eine nach der Zerstörung des Tempels, also das trifft die Zeit des Johannesevangeliums, die Christen aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Also die Juden haben die Christen aus der Synagoge rausgeworfen. Und von daher kommen dann Probleme, die wir bis heute immer noch nicht richtig geordnet haben, dann machen wir den komischen Unterschied von Altem und Neuem Testament. Das ist kriminell gefährlich. Jesus von Nazareth sagt selbst, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern zu vollenden. Also, das ganze sogenannte Neue Testament ist nur aus der christlichen Perspektive die Vollendung des bisherigen Testamentes, des bisherigen Bundes, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Also kein neuer Bund, sondern eine Bundeserneuerung. Es gibt nur eine Heilige Schrift. Und wir sollten uns abgewöhnen, das in alt und neu aufzuteilen. Das Werk des Heiligen Geistes, diese Schrift und die Gemeinde. Und das ist wechselseitig. Die Schrift macht die Gemeinde und dieses Buch ist das Buch der Gemeinde. Das Einzige, was dieser Heilige Geist will, ist, dass wir begreifen, indem wir tiefer in uns gehen, dass Gott bei uns ist. Ja. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. Und an jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Oder aus demselben Kapitel, wer mich liebt, hält mein Wort, mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm Wohnung nehmen.
Nehmen Sie sich doch heute einmal 5 Minuten Zeit und denken Sie einmal darüber nach, ob Sie je in Ihrem Leben auf den Gedanken gekommen sind, dass Gott bei Ihnen wohnen will. Also wir werden nicht mühselig da bis zum Himmel hinaufgehen müssen, sondern Gott kommt, um bei uns zu wohnen. Das ist das Evangelium. Und ich glaube, an so einem wunderschönen Sonntag im Mai sollte das ja nicht so schwierig sein, dass wir Grund haben, uns darüber zu freuen. Gütiger Gott, durch die Feier des heiligen Opfers gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt der ganze Erdkreis in österlicher Freude, darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Tarzisius und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Weil der Sohn Gottes unser Leben geteilt hat, darum sind wir Menschen Kinder Gottes. So dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das wahre Osterlamm. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast durch die Auferstehung Christi uns neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne uns und unsere Gemeinde, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Hör uns daraus, lass uns darunter sich aufstehen, ist alle Sturm vorübergehen. Patronin voller Güte, uns alle zur Halt behüte.